Er wurde am 15. November 1862 in Obersalzbrunn in Schlesien geboren. Er war ein deutscher Dramatiker und Schriftsteller. Herzlich willkommen im Museum von Gerhard Hauptmann. Äußerungen von Zeitgenossen und Berufskollegen zum Werk und zur Person Gerhard Hauptmanns und sein Arbeitsmotto begleiten den Besucher auf dem Weg in die Ausstellung. Einer glücklichen Kindheit im schlesischen Bad Salzbrunn folgen unstete Ausbildungsversuche. Erst die Heirat mit Marie Thienemann bringt Ruhe und finanzielle Sicherheit in das Leben des vielfach ambitionierten jungen Mannes. Mit seinem sozialen Drama Die Weber erobert Hauptmann auch die internationale Theater- und Literaturszene. Höchsten literarischen und gesellschaftlichen Ehrungen, insbesondere in der Zeit der Weimarer Republik, folgt eine Zeit der Anpassung, Isolation und Resignation in den Jahren des Nationalsozialismus. Gesundheitlich stark angeschlagen, zieht Hauptmann mit seiner Frau im Herbst 1885 nach Erkna. Drei Söhne werden geboren und die ersten beiden Erzählungen Fasching und Bahnwärter Thiel sowie sein erstes Drama Vor Sonnenuntergang begründen den Ruhm des zukünftigen Nobelpreisträgers von 1912. In der ehemaligen Wohnung kann man der Lebens-, Wohn- und Arbeitssituation der Familie Hauptmann nachspüren. Ein großer Teil des Mobiliars, des Dekors und die Bücher stammen aus dem Besitz der Familie Hauptmann. Bedeutende Zeitgenossen waren hier zu Gast.